Lass mich mal kurz genießen. Man ist selten in so einem Nationalfinale. Ich habe einen Text. Er handelt von einem Thema, über das wir uns alle schon unsere Gedanken gemacht haben. Es geht um die deutsch-französische Freundschaft. Der Hintergrund ist, ich wurde gebeten, in Paris aufzutreten und dort einen deutschen Text zu verlesen. Daraufhin habe ich einen Diss-Text über Frankreich geschrieben und habe vermutet, zumindest der Stadt oder des Landes verwiesen zu werden. Es hat nicht geklappt. Warum? Die Leute habe ich einfach nicht verstanden. Der Franzose an sich spricht Französisch. Deswegen dachte ich, lese ich den Text mal Leuten vor, die ihn verstehen. Das seid heute ihr. Und der heißt La curieuse amitié franco-allemande. Je ne sais rien. War der einzige Inhalt meiner letzten Französisch-Klausur in der 11. Klasse. Ich bekam eine 6, erwartungsgemäß und einkalkuliert. Dazu gab es den Hinweis, dass selbst dieser Satz, ich weiß überhaupt nichts, streng genommen falsch sei, denn ich wisse ja nicht überhaupt nichts, sondern lediglich überhaupt nichts über die französische Sprache. Deshalb müsse es heißen, je n'en sais rien. Ich weiß darüber überhaupt nichts. Ich hätte also eine 6 minus verdient, meinte Madame Schulz, die immer provokativ schwarz trug, wenn die Klassenarbeit einen schlechten Schnitt hatte. Und sie trug oft schwarz. Es war für uns, die deutsche badische Dorfjugend, tatsächlich schwierig, einen gewissen Reiz zu verspüren, die französische Sprache zu erlernen. Laut unseren Schulbüchern taten französische Jugendliche nämlich den ganzen Tag lang nichts anderes, als für die Schule lernen und picknicken, zusammen mit ihrem Hund, le chien, il aboie, wuff wuff. Dazu hörten sie von früh bis spät Rockmusik, Rockmusik ihres großen Idols Luc Tonnerre, der über all die Jahre nur einen Hit hatte, yeah, 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 je suis Luc Tonnerre. Natürlich fragten wir uns, ob es in französischen Deutschbüchern vielleicht ein Pendant dazu gäbe, den Ochsensepp vielleicht mit seinem One-Hit-Wonder, yep, 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 ich bin der Ochsensepp. Da waren wir unserer Zeit wohl ein bisschen voraus. Große Bestürzung herrschte eines Tages in unseren Lehrbüchern, als der Kassettenrekorder der neuesten Generation kaputt ging. Süd, le magnétophone cassé! Bestürzung aller Orten, was sollten Sie nun anfangen mit Ihrer reichlich bemessenen Lern- und Picknickzeit? Mais Pierre, le repart! Da waren wir aber erleichtert. Im Vergleich ein ziemlich schlechtes Abschneiden. In den Englischlehrbüchern gab es Geistergeschichten auf dem Speicher, womit wir die Worte Ethic und Frightful erlernten. Kate and her friends fuhren sogar im Alter von 12 Jahren allein mit dem Zug an die Küste. Und da küssten sie sich. Und bei den Franzosen geht der Kassettenrekorder kaputt. Ce n'est pas cool. Darüber hinaus bekamen wir beigebracht, dass das Centre Pompidou laut Buch vor 2 Jahren erbaut, das modernste Bauwerk ganz Frankreichs, Europas, ach der ganzen Welt sei und nicht zuletzt, dass die Eltern der Jugendbande rund um Nicole und Pierre ständig und alle überall Wein tranken, bevorzugt Le Porto. Auf dem Cover der 3. Ausgabe des Schulbuchs sah man 3 Jugendliche abgebildet, die insgesamt 12 Baguettes in Händen hielten. Das Backwerk tauchte auch auffallend oft im Inneren auf. Kam jemand zu Besuch vorbei, trug er stets ein Baguette unter dem Arm. Hatte er das Baguette mal vergessen, trug er zumindest etwas Baguette-ähnliches bei sich, eine zusammengerollte Weltkarte etwa oder ein Fernrohr. Dies alles trug nicht unbedingt dazu bei, Stereotype abzubauen, vielmehr verfestigte sich mit den Jahren das Bild des ständig betrunkenen Franzosen, der die Weinflasche höchstens mal für das tägliche 5-Gänge-Menü absetzt oder wenn er in seinen verbeulten Renault steigt, um einen Ausflug nach Marseille zu unternehmen. Dann kam der Schüleraustausch. Das muss etwa im Jahr 1904-2016 gewesen sein. Und die Enfants aus La France bekamen die Möglichkeit, einiges gerade zu rücken. Ich freundete mich schon am ersten Tag mit Marianne an, die mich tags darauf mit den Annehmlichkeiten von Zungenküssen und wiederum einen Tag später mit ihren Brüsten bekannt machte. C'est l'amour, Christian. In Deutschland nennen wir so etwas Schlampe. Doch plötzlich war mein Interesse für die französische Kultur geweckt. Ich kaufte Marianne einen Frosch und briet ihn ihr. Sie machte daraufhin mit mir Schluss. Vielleicht stimmt ja doch nicht alles, was man so hört, nur eben die paar anderen Sachen. Ich fasse mal eben zusammen. Die Franzosen sind ein schwitzendes, arbeitsscheues Volk von Alkoholikern mit mindestens einer Gouloise in jedem Mundwinkel, das den ganzen Tag nur eines denkt. L'amour, 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 faire l'amour! Das durch die Gegend tourt und es am liebsten mit italienischen Chansonsängerinnen treibt. Unter Zuhilfenahme von Baguettes. Und wenn das alles stimmt, muss ich zugeben, im Grunde meines Herzens, da bin ich ein Franzose.